Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind hier in der Nähe vom Hippodrom und haben direkt unsere Questseiten schon. Mir wurde gesagt, hey, nimm Sen, um es zu finden. Und natürlich habe ich es direkt gefunden. Wir haben noch einen Nebenquest da vorne, wie wir sehen. Und wir haben noch den Ort zu erkunden, der eigentlich das Hippodrom ist. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwas machen muss noch. Also ob wir da was finden müssen oder so. Lagion Hippodrom. Hallo, Freund. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Shh. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Okay. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Ja, das mit dem Rennen war nicht das Problem. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Wer bist du? Senefer. Bist du das? Bayek. Der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Oh. Oh. Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Ist doch noch in die Verscheiße getreten. Nice. Also. Ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich hab nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Wann? Hä? Also irgendwie macht die Quest jetzt nicht so wirklich Sinn. Okay, das ist alles weit weg. Okay, den haben wir gemacht. Verdiene dir Drachme und Reittier. Ja, wir können hier Reittier gewinnen, aber ich glaube, das ist halt irgendwie... Also die Rennen sind mir nicht so positiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ein paar davon waren echt nervig oder schwierig. Also schwierig jetzt glaube ich nicht mal wirklich, aber... Ich glaube, manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück und ja. Oder es kann sein, dass ich gelesen habe, dass sie voll scheiße sind, sondern habe ich selbst gemacht, dann waren die eigentlich voll easy, weil irgendwo war das so im Spiel. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre und das ein anderes Spiel war. Ja, doch hier in der Koop-Modus von Unity. Und gelevelt, nice. Ja, weil da hieß es ja auch anderen, hey, du kannst das niemals allein schaffen. Und ich denke mir so, ja, okay, das war jetzt nicht mal wirklich herausfordernd. Ich glaube... Okay, Verwesungsgift ist in Ordnung, Kampfrausch brauche ich nicht. Ich muss mal kurz überlegen, was ich denn überhaupt skillen will. Unter dem Ladentisch, das klingt schon mal cool. Was kann ich mit Layla machen? Komme ich da wieder aus dem Animus raus? Ich glaube schon. Will ich gar nicht. Du kannst in stillen Streitwagen kaufen. Ja gut, das wäre auch noch cool. Kannst länger unter Wasser bleiben, ist auch nicht schlecht sicher. Gunst von Osiris. Mir erhältst du im Laufe der Zeit Pfeil und Hilfsmittel im Jenseits. Ich glaube, im Jenseits ist irgendein DLC-Gebiet. Brandbombe klingt halt erstmal cool. Nebelwand, das ist wahrscheinlich einfach eine Rauchbombe. Ist das ähnlich wie eine Rauchbombe? Pyromane. Mehr Feuerschaden ist auch cool, Nebelwandschaden. Okay. Tierdampfhörer. Okay, das ist natürlich cool, wenn man einfach so ein Tierchen mitnehmen kann. Bitte beachte, dass einfach die nicht gezähmt werden können, Herr Penner. Dann haben wir hier noch was Interessantes. Höchstleistungskill EP. Gibt es hier noch irgendwie EP für das? Nee. Also doch, gibt's schon, aber kann ich mich leisten. Pfeilsammler. Das ist auch noch cool. Das nehme ich mit. Ne, da waren wir gerade. Wir wollen ja hier in den Hippodrom mal gucken.
Ich würde sagen, erstmal ein Rennen oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Ich glaube, 5 irgendwie in 3 Disziplinen sowas waren das. Kann das sein? Hippodrome treten. Dann machen wir es mal. Es lädt. Okay, es gab das hier. Es gab Turniere. Und ich glaube, die gab es noch mal ein Schwer. Und dann gab es noch Zeitrennen. Wir machen erstmal das erste Zeitrennen, würde ich sagen. Ich meine, die gab es einmal in... Ja, Schwer und einmal ist in den normalen. Wahrscheinlich guckt niemand zu bei Zeitrennen, verständlich. Damit ducke ich mich. Okay, wenn ich Argus halte, bin ich anscheinend schneller. Gut zu wissen. Weil ich habe da unten ja auch diesen Balken und der sagt mir halt gefühlt gar nichts, weil der geht nicht leer und ich kann auch alles drücken und da passiert halt nichts. Und die anderen sind halt irgendwie extrem viel schneller als ich. Ich glaube, hier sollte man mal vom Gas gehen. Aber ich muss. Also, dass ich A gedrückt habe, ist irgendwie komisch. Also, ich habe am Anfang auch A gedrückt gehabt, weil ich dachte, vielleicht bringt das was. Und anscheinend bringt das halt wirklich was. Okay, ne, ich muss RT auch noch gedrückt haben. Ich dachte, ich kann A oder RT gedrückt haben. Und dann muss ich immer wieder das anstacheln, dass es schnell. Dass sie schnell laufen. Okay, ich bin mit Abstand der Schlechteste gewesen. Geil. Vierter. Ja, okay. Okay, fortsetzen. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen dadurch? Erreiche die Bestzeit. Ich glaube, das ist relativ egal. Ich glaube, die Turniere sind das Wichtige. Machen wir das Einführungsrennen. Hätte ich vielleicht mal zuerst machen sollen. Aber ich dachte, ich mache erstmal Zeitrennen. Warum nicht? Ich halte RT, um loszufahren. Kriege ich hin. Ja, okay. Da habe ich schon Scheiße gemacht. Aber ich weiß, dass ich driften kann. Halte A gedrückt zum Beschleunigen. Okay. Achso, in einem Zeitraum jetzt einfach durchgehen oder was? Okay, das macht nämlich auch Sinn. Ja, gut, ich verstehe. Okay, hinter dem Rivalen bleiben, um Windschatten zu bekommen. Ich verstehe. Also ist die Frage, ob Driften halt wirklich was bringt. Ich nehme dann, aber wie soll ich den rammen? Was habe ich davon? Oh. Okay. Jetzt habe ich da irgendwas gemacht. Ach, ich muss so weit neben ihm stehen, sodass es aufploppt. Ja.
Okay, man kann es anscheinend noch sehr spät halten. Gut zu wissen. Ich glaube, mir hat das einfach gar nicht gefallen, irgendwie diese Steuerung, also gesamt die Steuerung. Aber ich glaube, man kann die einfach kaputt machen, wenn ich mich recht entsinne. Okay, wenn man nach hinten guckt, ist anscheinend alles verlangsamt. Ich habe doch die Ziellinie schon erreicht oder nicht? Ich verstehe es auch nicht. Oder soll ich ihn einfach kaputt machen? Weil für mich stand er doch gerade irgendwie, hey, erreiche das Ziel vor deinem Feind. Jetzt verloren? Ich glaube, also ich verstehe es nicht. Ich mache es noch mal kurz ohne euch. Bis gleich. So, ich habe es noch mal getestet. Zweimal. Ich habe das erste Mal verloren wieder. Das zweite Mal ich auf jeden Fall gewonnen. Und dann am Ende stand trotzdem, dass ich zweite bin. Wahrscheinlich vielleicht auch beim ersten Mal schon geschafft. Wir machen einfach mal das erste Rennen. Nikes geflügelter Triumph. Oder Nikes. Ich habe eher Nikes. Hier haben wir jetzt auch drei Gegner anstatt nur einem, wie eben gerade im Testrennen. Und ich mag das, also ich mag das Rennen nicht. Also ein bisschen Vorsprung holen, würde ich sagen. Der eigentlich sofort wieder weg ist, weil ich zu früh beschleunigt habe, glaube ich. Mal beschleunigen. Driften, weiß ich nicht, fühle ich nicht so sehr. Das war jetzt die erste Runde. Also das Rennen scheint noch recht human zu sein, sage ich mal. Bisher. Ich weiß nicht, wie es die beste Taktik ist, ob man jetzt immer möglichst viel von der Energie aufladen soll, dass, wie ich das gerade mache, irgendwie so Hälfte Runde Gas geben und dann irgendwie nicht, ach, gar keine Ahnung. Weil irgendwie gefühlt geht meine Ausdauer nie mehr über die Hälfte. Hier nochmal Gas geben, dann hier nochmal einen kleinen Drift reinsetzen. Hier wieder Gas geben und dann haben wir es gleich geschafft. Und haben wir noch relativ viel Platz hinter uns. Nächstes Rennen. Ach Gott, stimmt, Turniere gehen ja mal länger. Ich glaube, das ist jetzt nochmal umgedreht, dass wir dann gleich nach links rumfahren müssen oder sowas. Oder auch nicht. Aber wir starten hier mal als erster, okay, so ist das. Ja, ich finde gut, dass der, dass das RAM mir einfach komplett mein ganzes Movement rausgenommen hat. Wir fahren jetzt für das grüne Team anscheinend, obwohl unser Kollege auch eher im blauen Team war. Ich verstehe es nicht so ganz. Da habe ich irgendwie sehr schlecht ausgeholt. Fährt hier noch einer mit? Ich glaube schon. Vielleicht sind es doch mehr als... Okay, man sollte nicht in dieser Kurve hier rammen. Merke ich mir. Also irgendwie... ja, komm hier nach vorne, weil ich irgendwie immer alle wegrammen will.
Vielleicht soll ich mich erstmal ein bisschen mehr konzentrieren auf, dass ich besser fahre. Oh, Junge, du hast ja auch ganz schön eng genommen, ne? Junge, was machst du denn? Du drängst mich ja voll ab! Also ganz ehrlich, das Rennen ist... das macht gar keinen Spaß. Ich bin jetzt fucking Letzter. Und hier ist auch alles so voll, dass ich halt schon auf diesen Standstreifen ausweichen muss. Ah, komm, noch Zweiter? Ja, noch Zweiter, immerhin. Puh, immerhin. Okay, wie viele Punkte hatte, oder ich weiß nicht, wie viel Kfios da hatte vorher. Ich hoffe, es gibt nur drei. Ich glaube, die gehen auch noch relativ lang. Das heißt, wir machen jetzt nur das erste und den Rest mache ich dann auf Wunsch vielleicht nochmal. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich den privat machen. Wenn es nicht explizit gewünscht wird, hey, mach das jetzt mal. Ich glaube, Ziel ist es am besten eigentlich, wenn man komplett nur darauf geht, nur zu überholen und nicht irgendwie versuchen zu rammen. Ich glaube, das Rammen, das macht eher alles schlechter. Weil so, wenn ich mich mehr darauf konzentriere, einfach nach vorne zu kommen und vorne zu bleiben, ist es, glaube ich, besser. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so mit der Ausdaueranzeige. Ich lasse sie halb aufladen und dann mache ich weiter. Mit Stoff geben. Ich glaube, das Driften ist hier auch das Schnellste. Hoffentlich der Siwana. Ich glaube, die Kurve war ganz gut genommen. Okay, die sind direkt hinter mir. Also nicht so. Oh Gott, der ist ja noch direkter hinter mir. Und jetzt nochmal Vollstoff geben und schnell ins Ziel reiten. Perfekt. Oh Gott, hab ich gerade aufgestoßen. Gott, ey. Das kam aber unerwartet. So. Wir haben es geschafft, wir haben 300 Drachmen bekommen. Ich glaube, wir kriegen irgendwie erstmal viel Geld. Okay, das hier wurde als abgehakt gezeichnet, das nicht. Warum auch immer. Ramses göttliche Gerechtigkeit, Sol Indiges, ja, mache ich vielleicht irgendwann mal. Wenn ihr sehen wollt. Und ansonsten, ja, werde ich es dann eher privat machen, weil so spannend ist das jetzt auch nicht. Es hat eigentlich immer nur selber im Kreis fahren und, ja. Hin und wieder Sachen ausweichen. Ja, viel Lack ist hinter mir, ich weiß. Ich wollte eigentlich gar nicht. Meine Waffe zieht, ich war mal wieder lost. Wir können ja schon mal hier hingehen. Und wir gucken jetzt mal Zeno, ob hier noch was ist. Nee. Okay, am Ende bekommen wir entweder ein Pferd oder einen Streitwagen. Vielleicht auch beides. Ich glaube, Streitwagen können wir noch gar nicht benutzen, weil wir den Skill noch nicht haben. Obwohl, wir können einfach hier das hier erstmal machen. Das ist näher dran. Lagion Hippodrom. Und hier ist noch irgendwas Schriftrollentechnisches, aber anscheinend nicht so wirklich. Also kann natürlich sein, dass es irgendwie nur weiter weg ist. Schön von Sephiroth. Müsste hier irgendwo sein, oder? Okay, ist hier oben. Deshalb wurde es mir nicht angezeigt, weil die haben irgendwie so eine Maximalreichweite, wie weit das funktioniert. Und, also ja. Senua hat maximal...
Hier ist die ganze Zeit mein Schild draußen. Weiß Leon nämlich immer gerne mit. Nere Dreset, ja, das ist glaube ich nicht hier, wo wir gerade sind. Falls ihr es lesen wollt, könnt ihr das auch noch lesen. Beschwerdebrief. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part, nicht Punkt, im nächsten Part. Erstmal will ich noch kurz gucken, wo Nummer ist, Reset mehr. Da, okay, da unten ist. Ja. Im nächsten Part, fangen wir wahrscheinlich dann. Was mache ich denn? Ich drücke mal auf die Bumper-Tasten. Wir sehen uns dann hier wieder beim Aufsichtspunkt und dann werden wir mal in die Stadt gehen und gucken, was wir da noch machen können. Ja, und die Hauptquest, beziehungsweise unsere Quest ist ja auch gerade da und ich glaube, die Hauptquest führt uns da auch hin. Obwohl, nee, die ist beim Aussichtspunkt. Mal gucken. Naja, ich würde erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.